Löwe, dies ist die Botschaft der Erzengel. Ich möchte gerne in die Erzengelkarten reinschauen, um für dich Botschaften zu überbringen. Wenn dir meine Arbeit gefällt, abonniere meinen Channel, aktiviere die Glocke, like und kommentiere dieses Video und erlaube mir dem Liken und Kommentieren dein Herz zu öffnen durch die Dankbarkeit und der Botschaft, dein Herz, dein wahres Sein zu erreichen. Okay, es geht schon los. Okay, alles, was gerade um dich passiert, bringt dich dazu, Prioritäten zu schaffen. Deine Rolle ist dabei, deine Kraft zurückzuholen, mein lieber Löwe. Es folgt eine berufliche Veränderung. Ups. Sodass du endlich durchatmen kannst. Kurz zusammengefasst, yes. Erzengel Metatron, schaffe Prioritäten. Fokussiere dich auf deine höchsten Prioritäten. Ich werde dir helfen, dich zu organisieren und motiviert zu bleiben. Das heißt, du hast gerade, vielleicht strebst du gerade berufliche Veränderungen an und du weißt, dass durch diese berufliche Veränderung du endlich durchatmen kannst, weil du endlich zum Ganzen wirst, dass du endlich zu dir selbst wirst, dass du vollständig wirst, dass du dich nicht mehr verstellen brauchst. Und um quasi in dem Moment vielleicht, um nicht völlig überfordert zu sein, zu sagen, okay, was ist zuerst, was kommt zuerst, kannst du gerne zum Erzengel Metatron sprechen. Er hilft dir, wie gesagt, klare Prioritäten zu schaffen. Diese Situation im Leben, diese Phase im Leben ist dafür da, damit du durch die Schaffung Prioritäten deine Kraft zurückholst, deine wahrhaftige Macht, deine Kraft. Dein Potenzial komplett entfaltest und wirklich in deine Kraft stehst. Da hilft dir Erzengel Raziel und er sagt: Wende deine gottgegebene Kraft und Intention an, um Segnungen in deinem Leben zu manifestieren. Das heißt, lieber Löwe, du besitzt von Natur an quasi, vom Gott gegeben, vom Universum, wie auch immer, was du dir von der Quelle, vom Spirit, was für dich der gängige Begriff ist, dir wurde Kraft gegeben und auch Intention. Und diese darfst du anwenden, um dein Leben zu manifestieren, weil das hast du bis jetzt auch gemacht. Du hast bis jetzt alles erreicht, was du dir in den Kopf gesetzt hast und jetzt ist vielleicht eine höhere Aufgabe, wo du merkst, okay, wenn du das erreichst, dann ist dein Leben vollständig, dann bist du vollkommen. Und da muss irgendwie beruflich noch was passieren, sagt Erzengel Samuel. Deine Lebensaufgabe löst eine segenreiche berufliche Veränderung aus. Das heißt, du merkst gerade, okay, diese letzte Step, das macht dein Leben vollständig, vollkommen. Und das bringt quasi auch diese berufliche Veränderung mit sich. Und am Ende, sagt der Erzengel Raphael, ist die Karte Atme. Und er sagt, atme mehrmals langsam tief ein und aus, um dein zu wecken und alte Muster loszulassen. Wow. Also, und ich sehe das, wie gesagt, so, ich habe für mich entdeckt, dass Atem etwas eigentlich so was Banales ist und so was Selbstverständliches ist, aber so essentiell ist. Denn wenn wir nicht atmen, sterben wir. Und durch diese berufliche Veränderung, durch dieses Kraft zurückholen, durch Prioritäten schaffen, dass es am Ende, ja, kommst du vollständig zum Leben quasi und aber auch gleichzeitig, wenn du atmest, siehst du dich klarer, holst du dir deine Kraft zurück, kannst du Prioritäten schaffen. So mega krass. Das heißt, mein lieber Löwe, du weißt, was zu tun ist. Vertraue auf deine gottgegebene Intention, auf deine Kraft. Hol die zurück. Vervollständige dein Muster quasi, dein ganzes Bild. Ja, lass die Veränderung herbeiführen. Du weißt, wie es geht. Du hast bis jetzt alles im Leben erreicht mit deiner Intention. Bekräftige dich, verstärke sie. Vertraue auf dich, schaffe Prioritäten, schaffe jetzt wirklich klare Prioritäten und frage danach Metatron, wenn du Hilfe dabei brauchst. Und atme, 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 das Leben wird dadurch vollständiger. Atme tief ein und aus, wecke deine Energie und lass die alten Muster los.
Ich hoffe, die Botschaft hat dich erreicht. Meine liebe Löwe, alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Video. Ciao.